Name ist Jana Vogel. Ich kümmere mich um die nationale Qualitätssicherung. Die leite ich für die Firma Wilhelm Brandenburg. Qualitätssicherung wird betrieben, um dem Kunden ein gleichbleibend hochwertiges Produkt anbieten zu können und um die Produktsicherheit zu gewährleisten. Die Firma Brandenburg hat 4 Produktionsstandorte. Über diese gesamten Betriebe sind es ca. 1800 Mitarbeiter. Wilhelm Brandenburg stellt exklusiv für die Rewe Group her. Wiener Eintöpfe werden hergestellt, Feinkostsalate, Rügenwalder Teewurst und Hackfleisch. In der Hackfleischproduktion ist es sehr wichtig, die Frische des Rohstoffes von der Warenanlieferung bis zum Verbraucher sicherzustellen. Wir befinden uns hier im Wareneingang der Frischfleischabteilung. Wir führen hier eine strenge Wareneingangskontrolle durch, sprich Temperaturkontrolle, LKW-Kontrolle. Bei der Wareneingangskontrolle wird eine Charge gebildet, damit wir auf jedes Teilstück wieder auf den Wareneingang zurückführen können. Die QS nimmt Proben mit diesem Bohrer, um mikrobiologische Untersuchungen durchzuführen. Hier findet die Hackfleischproduktion statt. Wir haben einmal diese Grobverwolfung und die letzte Verwolfung ist am Füllwolf. Da gehen wir auf 3 mm Endloch. Wir füllen auf ein speziell dafür vorgefertigtes Trägerpapier. Dieses Papier hat den Vorteil, dass wir keinerlei Kontakt mit den Händen mehr haben und der Verbraucher kann es einwandfrei aus der Packung nehmen. Hier greift keine Person mehr händisch in die Produktion ein. Überprüfen wir anhand eines Röntgengerätes, ob ein Fremdkörper sich im Produkt befindet. Die Qualität des Produktes ist dadurch nicht gefährdet. Die Prüfkarte hat 3 verschiedene Fremdkörper: Glas, Draht und Edelstahl. Wir legen die Karte auf das Päckchen drauf. Wenn das Päckchen ausgeschleust wird, können wir sicher sein, dass das Röntgengerät funktioniert. Das ist unser Dichtigkeitsgerät, ein sogenanntes Wasserbad. Hier können wir überprüfen, ob unsere Päckchen dicht sind. Die Maschine zieht Vakuum. Wenn das Päckchen undicht wäre, sieht man Luftbläschen hochsteigen. Das ist unser Etikettenkontrollsystem. Zum einen prüfen wir hier das MAD ab. Das MAD ist im System hinterlegt. Der Mitarbeiter hat keine Möglichkeit, hier einzugreifen. Und zusätzlich haben wir eine Kamera. An diesem Gerät werden Oberbahn- und Unterbahn-Etikett miteinander abgeglichen, ob die Daten zum Produkt passen und ob die Etiketten zum Produkt passen. Wilhelm Brandenburg in Summe hat ca. 60 Mitarbeiter in der Qualitätssicherung. Darüber hinaus ist es aber auch äußerst wichtig, dass jeder Mitarbeiter in der Umsetzung seiner Hygienevorgaben mitarbeitet. Nach Abschluss aller Prüfungen, die wir hier im Haus gemacht haben, sind wir sicher, dass die Produkte nach den Produktvorgaben der Rewe der größtmöglichen Frische rausgehen. Der Verbraucher kann sicher sein, dass das MAD erreicht wird. Ich selber kaufe nur Brandenburg-Produkte, weil ich sicher bin, dass wir dort wirklich die beste Qualität kriegen, die es am Markt gibt. Die Produktionsbetriebe sind alle IFS und QS zertifiziert. Wir bekommen jährlich von der DLG mitgeteilt, dass unsere Produkte die Standards Gold, Silber und Bronze haben.